Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars. Die Skywalker Saga. Ich glaube, wir haben gesehen, dass ich hier ein Genosianer am Schmuggeln bin, ne? Ich habe ja so eine Nebenquest hier gemacht, wo wir so ein Geonosianer nach Naboo schmuggeln müssen, ne? Ich habe schon gefragt, warum im Weltraum irgendwie die Quest schon ist. Aber ja, deswegen, ne? So, ja, in der letzten Folge haben wir Episode 2 abgeschlossen, ne? Jetzt machen wir wieder so ein paar Runden frei spielen, ne? Mal so viel, wie wir noch machen können, ne? Vielleicht so ein, zwei Parts noch, keine Ahnung. Und amüsieren uns ein bisschen, tun noch ein bisschen erkunden. Ich habe mir vorgenommen, Tatooine ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Da haben wir ja auch so hier bei den Tuskenräubern hier bei der Farm hier. Da haben wir ja noch nicht so viel erkundet, deswegen können wir das mal machen, ne? Da hat ich glaube noch nicht alle Charaktere zur Auswahl, ne? Den konnte ich da auch gar nichts machen. Aber zuerst machen wir, okay, machen wir ja diese Quest, ne? Weil dann können wir Plo Koon. Meine Nase juckt. So, also ja, wir sehen uns hier gerade ein bisschen, ne? Zone abgeschlossen. Ich komme von hier aus den Charakter wechseln. Okay, wir haben eine Nebenquest letztens angenommen, wo wir ein Geonosianer zu so einer Akademie hier auf Naboo irgendwie rüber schmuggeln sollen, ne? Und genau das mache ich jetzt hier gerade, ne? Ich habe mich schon gewundert, warum die Quest hier schon im Weltraum war, anstatt auf dem Planeten. Irgendwann ist immer noch hier. Ist jetzt schon wieder. Ja, ja, ja. Achtung, Achtung, auf was? Auf was? Kann ich nicht einfach hier irgendwie so ein Karton mit mir rumschleppen? Mein Gott. Drin bleiben. Wo seid ihr? Wenn wir schon auf mich losgehen, ne? Jetzt bringen die gleich alle mit vorbei. Pass auf. Da so wird doch. Du dreckiges Schwein, du. Ich glaube ja eher nicht. Boah. Boah. So, wer noch? Kommt euch dieses Schiff nicht bekannt vor, als sollte euch Angst und Schrecken in euch erzeugen. Aber könnt ihr überhaupt Schmerzen und Furcht spüren? Ich glaube ja eher nicht, ne? So hat er mich hineingeflogen. Droiden habe ich nicht recht. Droiden am Steuer ungeheuer, nicht wahr? So, komm her. Hab ich noch. Okay. Yay! Yay! Okay, wer da kommt jetzt noch was? Kommt jetzt doch mal, ne? Pass auf. Ich fliege doch nur hier mit einem Einkaufswagen durchs All, okay? Ist ja überhaupt nicht verdächtig. Transportiert ihr einen Flüchtling? Haltet durch. Nein. Wir schicken ein Druidenschiff, das euch abholt. Druiden? Das gefährlich sein könnte. Deshalb du. Ich stehe 2 Tage vor der Rente und ich gehe kein Risiko ein. Und mit dem Begleitschiff. So. Muss ich gar nicht auf Naboo landen. Ja, reden, wollte schon sagen.
Halt, ist das ein Geonosianer? Ich habe vielleicht den größten Teil meines Trainings verschlafen, aber der Kapitän hat ganz sicher gesagt, dass die das böse Typen sind und hier auf einer Boom mögen wir keine Bösewichte. Ja, die meisten von uns sind schrecklich, aber ich nicht. Ich bin ein Gelehrter, meine Forschung über den Verstand und Träume werden eines Tages die Galaxis verändern, das garantiere ich. Also vielleicht könntest du mir sagen, warum ich immer wieder diesen Traum habe, in dem ich ein Salzstreuer bin. Und diese große Banter mit Gang im Gesicht, das mich immer wieder schüttelt und schüttelt und... ja, ich schätze, das könnte ich tun. Ja, nie entlang, Professor, wir sind ja alle Freunde. Wunderbar, danke für Ref, die mich so weit gemacht hat. Ich hoffe, dies wird als Bezahlung ausreichen. Wenn ihr jemals ein Feed sein solltet, kommt mich bitte besuchen. Yay. Yay. Plokon. Ich wahrscheinlich erstmal wieder kaufen, ne? Also mich sehe ich von hier aus nicht. Na gut, dann gehen wir halt zum Karte. Mein Gott. Dann gehen wir mal zu Tatooine, weil ja, da haben wir jetzt 1 von 34. Das ist eine Menge, die wir Menge Sachen, die wir noch nicht. Warum fliege ich eigentlich mit dem Ding schon wieder herum? Ich habe da letztens hier den Jedi Starfighter ausgewählt. Das Spiel macht irgendwie so Sachen, die, genau wie letztens hier irgendwie, als ich offscreen die ganzen Geschichten Stories noch mal gemacht habe, ich würde irgendwann wieder, nachdem ich die abgeschlossen habe, lande ich wieder auf Geonosis, dann sehe ich immer die Landesequenz von Geonosis. Voll komisch. So. Habe ich Plokon freigeschaltet? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich erstmal kaufen, ne? Ne? Ah, hier hat er blaues Lichtschwert. In jede Powerbells hat er ein gelbes. Dann hat er so einen Drehangriff gehabt. Deswegen nehme ich ihn immer den Kaffeeumrührer. So, wie teuer ist denn so ein Schiff? 100.000. Und Dokus, Droiden, Freijäger, 35.000. Ah. Okay. Oh, berüchtigt mal Plunker. Was für ein Schiff will ich denn haben? Hm. RZA-Flügler. Allianz. Da ist das Spoiler. Ich kann ja auch ein meiner Mikroschiffe hier mal benutzen, ne? Nehmen wir mal den, den Angriffsschiff der Republik, geil. Immer ein Sternjäger nur als Mikro, ne? Hör ich das mal an. Oh. Okay, so Zeit zum Erkunden. Hier haben wir so gut wie noch gar nichts, ne? Ich verfolge seit Tagen eine Gruppe Tastenräuber. Es sieht so aus, als hätten sie ihr Lager auf den Klippen in der südlichen Schlucht. Sie bestehlen die Leute, die in die Städte reisen. Wenn ihr dann machen wir die kalt. Entdeckt, zeigt ihnen, was wir von Dieben halten. Dann mache ich sie eben alle kalt. Und zwar nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen und die Kinder. So, Gedankentrick. Oh. Ein Java. Oh, ein Java ist, glaube ich, ein Schrottsammler. Ne? Stimmt, da habe ich letztens hier geguckt. Hier. Java ist ein Schrottsammler. Das heißt... Hoffentlich kann ich ein Java irgendwo kaufen. Oh. So, jetzt habe ich den ja. Ach so, hier. Boah. Aussteigen. Haha. So, dann jagen wir das Ding meine Luft. Wow, da war merkwürdig.
Mumbai war. Ja, und ich habe mal Irola nicht ausgesehen. Nach meiner Größe beurteilen du mich sollst. Haben wir letztens Yoda freigeschaltet, ne? Also laufen wir mit denen rum, ne? Ja, geben wir mal ein paar Javas. Javas sind, glaube ich, auch Schrottsammler. Also wenn ich ein Java, kann ich ja schon nachgucken hier alles, ne? Das war hier Schrottsammler. Wo denn? Irgendwo. Haben wir es doch vorhin gesehen. Hier, mein Gott. Gerücht kaufen. Ja. Nehme mal, kriege ich mal nur so einen Hinweis, wo man die freischaltet, ne? Aber ich nehme an, so irgendwie war nicht so Episode 4 mindestens, ne? Das heißt, wir müssen nicht bis zur Episode 7 spielen, um irgendwie einen Schrottsammler freizuschalten. Ist schon mal sehr gut, ne? Ja. So, da sehe ich wieder, muss man sich dranhängen. Kopfgeldjäger gesucht. Ihr habt ihn gefunden. So. Warte mal hier. Will ich wieder Jedi Survivor spielen, ne? Mit den ganzen Klettern und so und dem Parkouring. Ey, yo. Ich kann meine Farben sehen. What? Okay. Sorry. Ja, ich nicht gewusst, dass du gut warst. Ich hätte dich getötet. Ich hätte dich total getötet. Ja, was geht, na? Sorry, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich bin halt nur gewohnt, dass die ganze Welt gegen mich ist, okay. Es tut mir doch leid, Mann. Boah. Okay. Reden. Warte mal. Yoda. Yoda kann mit denen reden. Mein schlafender Wompratte ist eine gute Wompratte, weil ich sie anstreichen kann. Ich wollte eine Wache Wompratten streichen, aber sie hat mir meinen Kristall geschnappt und ist davon gerannt. Ich mache mir Sorgen, dass sie ihn verschluckt und sich in den Magen verliert. Das Lager. Boah, ich weiß noch, im allerersten Lego Star Wars hat man noch diesen Sessel gehabt, ne? Mit dem man durch die Gegend gedüst ist, ne? Oh, guck mal da. Oh. Dazu werden passt mir gut. Sehr cool. Ich habe sogar Gefühl, mit Django Fett. Jetzt können wir voll viele Sachen erreichen hier. Ich habe diese Javas hier getroffen und sie wollen mich in ihre Truppe aufnehmen. Ich weiß, was ihr denkt, aber anders als die meisten anderen Javas sind diese hier Verfechter der Droidenrechte. Ihre Droiden haben alle Freilauf. Okay. Ja, ich weiß, ich kann Zeugs verbessern. So, einfach so. Nehmen. Nicht mal für Geld. Da ich die Olympischen Spiele. Okay. Also gut, Yoda kann hier mit allen Leuten reden. Hier kommt keiner rein, keine Chance. Also verzieht euch. Das wollen wir doch mal sehen, ne? Im Laufe der Zeit viele von denen benutzt ich habe. Ah, Panik. Lernen etwas kannst. Oh, hallo, ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Aha. Oh, wie wundervoll. Java Palava. Nein, komm zurück. Das war äußerst unangenehm. Ich denke, das ist ein Fall für mich. Warte mal hier.
Ja, jetzt sehe ich nicht, was da steht. Minenlagertür Nummer 2. Wird bestimmt schon wichtig sein für irgendwas, ne? Ich glaube, C3PO konnte auch gar nicht angreifen, ne? Früher. Im früheren Spiel, wenn ich mich irre, ne? Ach, da war irgendwie was, ne? Ich bin immer so einige komische... Okay, das sieht gruselig aus. Ich bin über einige solche Videos gestolpert. Ohne mich natürlich irgendwie zu spoilern hier über das Spiel. Das war jetzt nicht unbedingt immer... Ich bin irgendwie über so einen Clip gestolpert, wo irgendwie... wo jemand hier den Kampf von Count Dooku in Episode 3 gespielt hat, von dem ersten Lego Star Wars. Da war ja, weiß nicht, habe ich mir aber gesehen, wie die Cutscenes nochmal ausgesehen haben und die Kämpfe und so. Da wurde ja gar nichts gesprochen, ne? Das war halt. So habe ich mich so ein bisschen so in die Vergangenheit zurückversetzt, wie das nochmal da als war, ne? Es tut mir wirklich leid. Das ist Django auf der anderen Seite. Nur mal zu gucken, wie er damals so war, ne, bei dem Spiel. Ich konnte mich nämlich nicht mehr erinnern. So. Aber irgendjemand wollte auch gerade mit mir reden. So, aber warum bist denn du jetzt da drin, ey? Wenn hier für ein Speeder, in dem ich einsteigen kann, aber nicht schießen. So einfach umdrehen ist unmöglich in den Dingern. Oh, sorry. Das ist ein Tastenräuberlager. Hier leben nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Ja, mit dir haben wir ja geredet. Ja, sind wir nicht von der anderen Seite jetzt gekommen? So, hier ist irgendwas. Lass mich da rein. Warum kann ich hier nicht Gedankentrick machen? So, erst was mir hier eingefallen ist. Okay. Ja. Ich glaube bestimmt irgendwann diese Dinge auch kaputt zu machen, ne? Im Laufe der Zeit viele von denen benutzt ich habe. Okay. Nein, sorry. Ja. Was hat der Spyro? Auch so ein Skelett irgendwie zusammensetzen konnte, hat auf einmal angefangen zu tanzen und zu singen. Oh yeah. Ich muss da mal googeln oder bei YouTube. Ich hatte die geilste Szene überhaupt. Skeleton Dance von Spyro 1 oder so. Das ist so eine random Szene. Jetzt irgendwie so ein Skelett da fängt auf einmal an zu singen, zu tanzen. Wow! Oh yeah! So. Ey, yo. Stop. Sorry. Es war so. Es war so verlockend, okay. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber es ist voller Potenzial. All ja. Die Spezies und Kulturen, die hier zusammen. Alle coolen Jedis kommen von ihr, ne? Das Unta-I-Brennen. Genieße die Zeit auf Tatooine, Freund. Wer weiß, wohin sie euch führen wird. Von Tatooine kommt niemals irgendwas Schlechtes. Oh, ich sehe gerade. Rennen? Hm. Starten. Oh, cool. Ist das einer von den Podracern? Gott. Aber ja, kann ich mich auch nicht verirren, ne? Gibt's ja nur einen Weg, hoffentlich. Und schon habe ich mich wieder verirrt. Wie ist das möglich?
Ich sehe gar nicht, ob der grün war oder nicht. Mein Gott, diese blöden blauen Ringe, die tun mich voll verwirren. Ah, Yoda ist am Steuer. Warum ist denn das kein Toyota? Damit kann ich viel besser fahren. Ja, trotzdem noch Gold bekommen. Keine Ahnung wie, aber irgendwie. Yes. Ach, muss natürlich wieder freischalten. Yes. Ah, jetzt bin ich schon wieder irgendwie gelandet. Ups. Aha. Oh, danke, Yoda. Hätte noch die Fackel mit. Sehr cool. Ich nur mal wissen, wo die. Nicht nach meiner Größe beurteilen du mich sollst. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wofür ich die brauche, ne? So, aber nicht wo, wenn ich eben Multiplikatoren habe. Und anscheinend tun die sich irgendwie so addieren oder multiplizieren. Multiplizieren, ne? Mit vorherigen Bonusse. Das heißt, wenn ich habe jetzt den Zweier Multiplikator und ich glaube, das nächste ist irgendwie 3 oder 4, ne? Was bedeutet. Das bedeutet, ich bekomme dann. Ehrlich. 2x2, also 4-fachen Boost. Oder. 6-fachen Boost irgendwie. Oh, jetzt komme ich noch von der anderen Seite. So, ich sehe ja wieder so ein Datapad, aber doch immer ist, ne? Ich hoffe, ob ich da hochkomme. Nein. Wir sind da unten. Hey, du schon wieder. Schön, dich wieder zu sehen. Meine Reise nach Tatooine wäre nicht vollständig, ohne allein durch die Wüste zu wandern. Es hat etwas Reinigendes. Da möchte man am liebsten für eine Weile in die Sonne starren. Du hast nicht. Das ist eine Falle. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es sehr lange dauern wird, hier alles zu sammeln. Ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr schwierig wird. Also was ich so unter schweren Trophäen oder Achievements irgendwie so vorstelle, sind immer so Sachen, die irgendwie so vollkommen bescheuerte Sachen hier verlangen. Ich weiß mal, ich habe irgendwie mal so Jagd gemacht, irgendwie als ich irgendwie mal Street Fighter oder so gespielt habe oder Soul Calibur, ne? Da gab es irgendwie so Trophäen wie, oh, du musst 10 Kämpfe online hintereinander gewinnen, ne? Du musst 10 Kämpfe hintereinander gewinnen. Oh, perfekt. Also so Sachen, die alles irgendwie Skills irgendwie verlangen. Also Spiele, die irgendwie, weiß nicht, einfach nur Zeit brauchen. Ja, habe ich nichts dagegen, ne? Die meisten Fallout-Spiele sind immer, oder die meisten Bethesda-Spiele sind immer so konzipiert, ne? Trophäen sind alle immer so ausgelegt im Sinne von, oh, sammle diesen und diesen Gegenstand, sammle alle Wackelpuppen, sammle alle D-Draht-Fakte in The Elder Scrolls oder irgendwie sowas, ne? Also immer irgendwie sowas, ne? Und das sind halt so Sachen, so wenn du das Spiel lang genug spielst, dann wirst du halt alles erreichen. Du musst das Spiel halt nur lang genug spielen, dann bekommst du halt schon. So ungefähr stelle ich mir dann vor. So, und ich bin jetzt hier wieder mitten im Nirgendwo. Da unten ist was. Gott. Ha! Hab den erreicht. Ich weiß nicht, warum ich das hier alles kaputt mache. Seid ihr mit dem Weakway hier? Seltsamer Kerl. Warum zeigt er all seine Schätze? Schätze muss man verstecken, damit sie nicht gestohlen werden. Aber verrückter Weakway rennt immer herum und zeigt sie allen. Weakway, der zeigt immer allen sein Zeug. Ey, hey, wer da? Hey. Die unbarmherzige Kreatur verfolgt mich immer noch. Diesmal kriegt ihr mich nicht, das verspreche ich. Ah, du bist der Typ.
glaube eben ein Stück. So. Pack doch mal die Fackel weg, ey. Also sowieso nicht, wofür ihr gebraucht, Bobby. Ich muss sie. Weil die wird ja auf der Karte angezeigt, ne? Die Jagd beginnt. Weißt du was? Hier. Ich nutze die Technologie. Komm her, du Stück. Weil ich mache keinen Schaden gegen den, ey. Ist auch voll lahm. Nimm das. Was ich mit dem falschen Kopfgeld gegangen? Oder auch schuft. Wie mache ich denn keinen Schaden manchmal? Na, da knall ich eben ab. Für meine Kreative ja. Für meine Kreativität hier war noch bestraft. Sagte er, werde. Sagte er, werde ich hier mit Dinge einkassieren. Ja, das ist alles, was ihr drauf habt. Ah, kann da oben mit irgendwas sein. Pass auf. Oh man, was hat der Crash Bandicoot? Das ist wie so ein Level aus Crash Bandicoot. Ja, jetzt hat er auch einen Doppelsprung, sehe ich gerade. Das ist so was von der Anspielung an Crash Bandicoot. Wenn er so die Wände hochlaufen muss. Kommen wir gleich noch so rollende Steine, die Rolling Stones. Aua. Din. Au. Ah, oh, der schmeißt mich da volle Möhre runter. Ah, oh, Gott sei Dank. Das war zum Hallo. Boah. Hey Yoda, wie geht's? Ich wollte gerade nur so sagen, ne? Das Spiel ist doch ein bisschen einfach, ne? Wenn das hier irgendwie so Respawn-Punkte hier direkt hat und so, ne? Die direkt davor sind. Genau da sind, wo man irgendwie gestorben sind, ne? Gestorben ist. Ja, wie gesagt, das. Weil ich die Kämpfe oder Platforming in diesem Spiel ist ja glaube ich nicht die Schwierigkeit, ne? Die Schwierigkeit ist irgendwie wahrscheinlich alles zusammen, ne? Ah. So. Boah, ich werde dabei noch schon wieder runtergefallen, glaube ich. So. Bezahlt zu werden, passt mir gut. Balkon Ping Pong. Okay. Sieht's ja aus. Erst 14%. Wieso habe ich denn immer noch 15? Ich war schon vorher. Da ist ja mal eine Abkürzung. Hier oder Plattformen, ich mag. Oh, so einen habe ich. So einen hatte ich. Ich glaube, ich habe den immer noch. Ich habe so eine Eisversion davon. Ich habe zwei Eisversionen davon. Einer war im Battle Pack drin, einer war in einem. Dem ATAT drin. So, irgendwann ist da oben. Aber ihr. Hallo? Ich weiß gar nicht, warum ich das ganze Kleinzeug hier kaputt mache. Ja, um Punkte zu sammeln, ne? Aber lohnt sich irgendwie nicht, habe ich so Gefühl. Okay, hier ist nix. Oh. Bro. Ja, ist hier noch irgendwas da? Oh. Die Erkundung wird doch ein bisschen länger dauern, habe ich so Gefühl, ja. Einfach nur weil das Gebiet so groß ist und ich ja noch nichts
Ich habe mich ja gar nicht umgeschaut, als das erste Mal hier war. Boah, bitte sag mir, ich kriege irgendwie so ein Ja, aber ich habe so das Gefühl, ich krieg so ein Ja, aber wenn ich jetzt bin ich wieder hier, ne? Ja, ich krieg so ein Ja, aber wenn ich irgendwie hier Episode 4 spiele, ne? Weil Luke trifft ja auch irgendwie am Anfang irgendwie so ein paar Jahre was, ne? Da kriegt er C3PO und R2D2R. Spoiler. Oh, da ist irgendwas zu tun. Ah. Gong. Gonko auf heldenhafter Mission. Muss Wüste durchqueren und elektrisches Schicksal erfüllen. Aber Küstenkreaturen schubsen Gonko herum, wollen Gonkos kostbare Teile haben. Fremdlinge beschützen Gonko, verhindern Herumgeschubse, helfen Gonko funktionieren und gehen, helfen Gonko bei Missionen, Ruhm und Belohnung winken. Klar. Folgt Gonko zum Ruhm. Vorsicht, kleiner Octogonk. Octagonk. Ja, warte mal, das ist eine Tür, glaube ich. Ne? Weiß ich ja. Keine Sorge. Nicht versuchen. Tun. Ich wollte schon sagen, das habe ich irgendwie von beiden gesehen. Boah. Aha. Kannst du ein Skelett? Nö, okay. Hau rein, Kumpel. Los, hau rein, Alter. Was hier? Oh. Ach, der alte Ben, so eine ruhige, sanfte Seele. Er lebt auf der anderen Klippe über die Schluchten. Ich sah ihn einmal, wie er von der Klippe hinter sein Haus kam. Ganz geheimkrämerisch, weil dort oben, was er da oben wohl versteckt hat. Okay. Ich habe so das Gefühl, weil ich hier freie Galaxis irgendwie spiele. Bringt das so ein bisschen hier durcheinander. Wo ich gerade bin, so in der Story, ne? Ich nehme an, ja, die Story nimmt halt an. Ich bin wahrscheinlich hier nicht unbedingt in Episode 1, ne? Weil der alte Ben, den gibt's noch nicht. Ich meine, theoretisch gibt's den schon, aber er ist noch nicht der alte Ben, ne? So, hier oben muss doch irgendwas sein. Na komm, na komm. Da geht's doch weiter hoch, ne? Aus dem Weg. Machen, dass ich werde. Wow. Ganz ruhig, Kollegen, ganz ruhig. Den Tod gesucht, du hast gefunden, du ihn hast. Hm. Fürchte dich nicht vor dem Tod. Der Tod erhält uns alle. Boah, boah, boah. Ich bin gerade durch. Bin ich auch eine Mission, die ich gerade machen muss? Was war hier? Einfach nur wegen Punkten und so. Man, wieso komme ich ja nicht durch, Mann? Hallo? Hallo? Ich komme nicht durch. Hallo? Ich glaube, mein Django Fett ist ein bisschen gebuggt. So, jetzt geht er. Jetzt ist er wieder in Ordnung. Was ist das? Nein. Weil du blockst das. Oder Oberk. Ja, das könnte das brutalste Star Wars Spiel sein. Wenn man darüber nachdenkt, ne? Wenn man hier so die Eingeweide und so die Körperteile hier rumfliegen sehen. Also nicht Eingeweide, Körperteile, ist schon, was ich meine. Gott. Oh mein Gott, sie sind alle tot. Oh.
Nein, gib mir ein Zeug, gib mir den Stoff. Gott, wo gehe ich hier gerade hin, ne? So, jetzt bin ich wieder unten, ne? Was? So, hab ich das alles gemacht. Django Fett hatte ich übrigens auch als Figur. Ich noch gar nicht erwähnt, ne? Aber ich hatte die Slave One dabei, als Django Fett dabei, ne? Und Boba Fett habe ich auch als Figur. Ich habe irgendwie gehört, Boba Fett als Lego-Figur ist, glaube ich, die seltenste Lego-Figur der Welt. Die teuerste. Und ich habe, glaube ich, nicht die richtige. Ich habe einen Boba Fett, aber irgendwie ist das ein... Der heißt irgendwie Cloud City Boba Fett. Ich nehme an, der kam mit einem Cloud City Set dann irgendwann, ne? Und ja, ich hatte kein, ich hatte einen Wolkenwagen, also vielleicht hatte ich einen Cloud City. Vielleicht habe ich sogar genau den Boba Fett, der irgendwie voll selten ist, ne? Weiß ich nicht. Ich habe einen Boba Fett, der sieht auch genauso aus wie der sieht auch exakt genauso aus wie hier. Wie wieder aussehen soll, ja, wie ich, weil ich hier so online gefunden habe, ne? Aber bezweifle, dass der ist. Oh. Yoda, was machst du da? Was? Die tun sogar für mich, sich für mich freuen, Yoda. Komm schon. Abschlachten. Wir sie müssen jeden einzelnen vernichten. Wir müssen. Da so, wo ist denn jetzt der Gong-Druide? Ich habe ihn hier schon wieder. Ist jetzt ganz leicht zu seinem Ziel gerannt. Ich bin nicht mitgekommen. Oh, warte mal hier. Greifen. Okay. 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 Dann darf ich ja nicht doppelt gehen. Okay. Was zum... Ich nehme an, ich muss die alle ja zum Leuchten bringen, ne? So, 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 so wird dann, ja. Oh Mann. Ja, in der Mitte, wie soll ich denn den dann machen? Na, ich soll vielleicht einmal ganz durch, ne? Nee. Dann mache ich ja den wieder an. Nee. Nee. Oh, jetzt muss ich wieder. Okay. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr wie. Mir noch ein bisschen Zeit. Boah. Ja, warte, so.
Dann so. So, dann so. Dann so. Und dann jetzt wieder ganz zurück, ja. Aha. Ich sag, so schwer kann das ja nicht sein. Boom. Da war schon mal ja so ein kleiner. Weil ich. Bezahlt zu werden, passt mir gut. Wie viele Jahre ist das Spiel? 12? Weit? Ich hätte gedacht, das wäre so ein Spiel für all ages irgendwie. Ich mir so gedacht, wir sollten irgendwie so ein sechsjähriges Kind irgendwie schaffen. Wieder unmöglich, ey. Kann doch kommen, ist 15. Also ich 5 Jahre alt war, konnte ich kaum Schuhe binden. So. Ich habe nur ungefähr 0,8% oder so habe ich bekommen. Boah. Also ja, das ist eine Sache der Dauer halt, ne? Das ist nicht irgendwie Sache der Schwierigkeit, würde ich sagen. Das wird einfach nur lange dauern, würde ich ja sagen, ne? So, wo ist denn der Gong-Druide jetzt, ne? Und da kann ich nicht hin. Glaube ich eigentlich 12 von 34. Boah. So, also muss ich den mal eher wieder finden, ne? Ich muss mal die Quest hier erledigen. Da bringt zwar immer Charaktere, die ich mir immer kaufen muss, aber ja, Belohnungen sind da ein bisschen schöner. Es gibt 1 von 15 Figuren, die ich hier freischalte. Was? Ich nehme an, man muss ja in Episode 4 irgendwann hin, ne? Und dann kriegt man die ganzen Charaktere, ne? So, wo sind wir? So. War schon näher drin, nee, ne? Mein ihr Essen aus ist das hier jetzt mal eins. Keine Chance. Ich habe mal sie ihn ja reingenommen oder sie, keine Ahnung. So, jetzt habe ich hier kein Haus vom alten Ben Kenobi. Nice. Hab ich ja kein Dings dabei, keinen Helden. Wenn er mal hier, ja mal ihn oder Captain Type oder das war doch ja von. Ich habe immer ein Auge auf das Königshaus von Naboo, buchstäblich. Ich betrachte es als Teil meiner Pflichten als Leiter. So, ich habe übrigens oft gemerkt, man muss nicht genau das abteilen, man muss nur so, dass sich die Dinger berühren, ja. Was es ein bisschen einfacher gemacht, ne? Zum Glück ist es nicht in die falschen Hände gefallen. Weißt du noch, Druiden? So, haben wir mal einen alten Mann beklaut, der noch nicht existiert, ne? Schatztruhen. Was stoppt denn der hier drin, ne? So, ey, komm mal. Haus vom alten Bank. Guck mal, wie das jetzt hier aussieht, auf der linken und rechten Seite. Ja, jetzt sind wir wieder bei Episode 1, 2. Was ist denn hier los? Gong, 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 gong. Also, sorry. Gonko, okay. Gonko nur peinlich. Ja, warte, warte, warte. Ich habe da was gelesen. So mein Ziel, er mich bringen wird. Wow. Alter, der hat auf mich gezielt. Hier, auf mich. Mich, den Spieler hat er gezielt, nicht auf Yoda. Er wollte mich erschießen. Aufsetzen, ich muss. Na, warte. Du meine Güte. Da können wir wieder. Noch mehr.
Ich war eben in der Stadt. Und zwar kann ich hier mal. Er hat schon Maximum. Irgendeiner hat ja noch nichts hier, du. Ah, für jede Übersetzung. Ja, und machen wir das mal. 25.000. Das heißt, haben jede, jetzt haben alle Charaktere irgendwie einen Bonus. So, ihr wollt gegen uns kämpfen, ehrlich? Mach ich platt. Ich weiß noch, in Jedi Power Battles habt ihr Minuspunkte gegeben. Das ist auch ein Rennen, sehe ich gerade. Also was genau ist deine Bestimmung nochmal, Kollege? Oh, Mann. Ha, wir sind zu weit hier. Na gut, hier. Gonko ist am Ziel, nur zum Abschluss von glorreichen Mission. Es ist zu weit. Wenn hier Weequay, Jabba's Skiff machen wir dann das Gefährchen sein. Also, da muss ich sagen, mir sagt der Name wieder nichts. Ne? So, deine Bestimmung wurde erfüllt. Andere Gongs auf Tatooine suchen Ruhm. Sucht Gong Gefährten in Mos Eisley auf. Helft allen Gongs, Schatz zu finden. Okay. Hier ist irgendwie was. Oh. Oh. Ja, was hier? Hühnerkeulche. So, einer von Gongs Kollegen, bist du es? Nein? Okay. Dann haben wir hier. Oh. Ich suche einen Schurken für einen Schmuggeljob. Aber du bist es wohl nicht. So. Oh, habe ich auch noch gar nicht solche Charaktere, ne? Schurken. Oh, habe ich echt noch nicht. Ich suche einen. Also auch noch eine Art von Charakteren, die wir noch nicht haben, ne? Kopfgeld, wenn ich Schmuggler und so, ne? Oh, was ist hier los? Ja, sehr geschehen. Dafür gibt's mir vielleicht irgendwie was. Ja, hallo, was ist denn hier? Hier soll irgendwie was sein, ne? Will ich noch ein paar Leuten hier helfen? Bist du sicher, du wirst meine Hilfe nicht gebrauchen? Guck mal, wie ich hier abgehe. Ja, das ist mein Schiff, Was denn? Oh, guck mal hier. Boom. Oh, 3 von 5, okay. Wo denn? Nein. So, das hier will ich mir noch holen. So, mal 4 ist das schon. Das heißt, 2x4, das heißt, ich bekomme 8-mal so viele Steinchen, ne? Kann mit anderen Steinchen Boni kombiniert werden, ne? Oh. Oh, dann, aber den 6-fachen Bonus, der wird ein bisschen dauern, ne? Aber ja, cool. Also sobald ich den habe, werde ich noch mehr Steinchen Boni bekommen. Dann, Ich baue die nicht annehmen, ich mache die einfach kaputt. Komm schon, ich habe dich angegriffen, bevor. Warte. Ich muss meinen Kopfgeldjäger hier erledigen, dann krieg ich mehr Punkte. Die tanzen können. Vielleicht sollte ich echt irgendwie die Angriffskraft. Vielleicht sollte ich echt mal die Angriffskraft erhöhen mit einigen Charakteren, ne? Damit die Kämpfe einfach schneller gehen. So. So,
Und da ist schon wieder so eine Ratte. Muss ich die alle irgendwie erledigen? Ja, guck mal. Ja, sehr oder schon. Bewegen sich da irgendwie auf der Karte die Steinchen. Gebt mir einen Stein. Also dieses ganze Massaker hier könnte verhindert werden, indem mir die eine Dingens hier nur den Stein gibt, ne? Es müssen so viele andere Leute sterben dafür. Und diese eine Ratte irgendwie so einen Stein haben hat. Ein bisschen makaber, ne? So. Du, Kollege. Ehrlich, ich muss noch mehr von deinen Verwandten erledigen. Okay. Und deine Verwandten, nicht meine. Also. Wenn du dich damit abfinden kannst. Meine Brüder und Schwestern, sie sind alle tot. Was war da die Seine, was wir gerade. Das Auge wieder so ein Rennen sehe ich gerade. Nein. Wenn die anderen Druiden in der Werkstatt von Meister Owen sitzen und darauf warten wollen, dass das Ölbad sich von selbst repariert, sollen sie doch. Ich bin jedoch nicht so naiv. Und nun entschuldigt mich. Ich muss in der Wüste jemanden finden, der Reparaturen durchführen kann. Lukes Werkstatt. Spoiler. Wer ist denn dieser Luke? Oh, du. Oh mein Gott. Weil er da wieder runtergefallen ist, ey. Na, guck mal. Ich hatte nicht hier schon erledigen. Nee, ne. Wollte ich wieder Schrottsammler, glaube ich, ne. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Druide, den ihr sucht. So, rein da, habe ich ja schon erledigt. Muss jetzt eine Rampe bauen, ne? Komm rein, das Wasser ist herrlich. Ah, guck mal, ein Teddybär. Es ist ja tot. Sieh wie alles andere, was irgendwann meinen Weg kreuzt. Ich kann da rein, glaube ich, ne? Sieht aus, als wäre so ein Gang für ihn. Na, habe ich nicht R4 ausgesetzt gehabt? Wann immer du das sagst, gibt es Schwierigkeiten. Können wir bitte einmal ein Abenteuer erleben, das nicht mit unserer sicheren Zerstörung endet? Nein, ich liebe Zerstörung, sagte R2. Ja, wenn ich Glück habe, kriege ich noch 2 Millionen, ja. Wohl. Wer ist denn dieser heiße Druide? Sagte er zu. Genau mein Typ. Ich will auch da rein. Ah, kann ich auch da rein, Leute? Oh man, Zeit für ein Bad. Ich muss das Ölbad. Ach ja, danke für das Verbrennen. Jetzt nur noch die Rampe. Eine Rampe. Ah. Rampe. Rampe, wo denn? Soll ich denn hier eine Rampe erstellen? Das mal alles jetzt zerstören. Mit mir bestimmt schon alles einfallen, ne? Mein Gott. So, bauen. So, mein Gott. Wer hätte es gedacht? Sinnlose Zerstörung hat all meine Probleme gelöst. Ah ja. Ah ja. Ich spüre irgendwas Warmes. Okay, haben wir das auch erledigt. Cool. So, 15 von 34 und 26% erst. Ja, ich nehme an, weil wir ja die Story irgendwie machen müssen irgendwann, ne? Das wird ja irgendwann Episode 4 hier sein, ne?
Irgendwas ist hier. Ha. Das habe ich die letzte, ne? Ja. Ja, cool. Oh nein. Jetzt versteht einfach nur so. Was hast du gerade getan? Hast du gerade einen meiner Brüder nicht? Da komme ich jetzt wieder raus. Er stand da einfach nur so ein Horror hat zugeschaut, wie sein bester Freund irgendwie einen seiner Brüder umgebracht. So, hier, was ist denn hier? Was ich denn da? Nach hier ist das. Boah, war ich doch gerade. Die Zeit für meine Rückkehr ist gekommen. Also erstmal Zeit für einen Stein. Mal. So, warum hängst du da nicht rein? Nur Jedis? Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Mhm. Ah, warte mal, wo sind denn die Druiden jetzt? Die sind weg. Irgendwie sind ja nicht genug. Alle Sachen sind jetzt ja weg. So, irgendwo war hier doch noch einer. Im Laufe der Zeit viele von ihnen benutzt ich habe. Warte, warte. So, irgendwie war ich gerade da unten, aber anscheinend auch nicht. Ha. So nah und doch so fern. Und noch so ein Ding. Da ist es. Ja, oder? Komm, fällst du immer herunter. So. Wenn das jetzt nicht reicht, ne? Nein! Gehen wir doch nicht. Fehlt immer noch eins. Da. Oh, er dreht durch, er dreht durch. So. Komm ich da. So. Wertvoll. Heilig, das ist. Hüten ich es werde. Heilig. Ja, ne. Natürlich, die Dinger sind heilig. Heilig. Oh. Was ist immer diese Stimme, wenn er irgendwie von so einer hohen Höhe fliegt? Oh, alles ist, die Macht mit mir ist. Oh. Boah. Da haben wir noch irgendwas hier in der Nähe, dass wir so ein, zwei Minuten erledigen können. Nein, wieder nicht darunter fallen. Ich stelle mir halt voll nervig vor, ne? Du läufst irgendwie so, machst dir so einen Spaziergang, auf einmal landest du irgendwie in ein Haus von jemandem. Das ist bestimmt voll nervig, ne? So, was ist das hier? Aber hier noch. Öffne. Oh, was ist das denn? Schwerer Flammenwerfer, her damit. Was? Was da war ich schon ab? Cool. Ich habe einen Flammenwerfer. Kann ich damit immer so Sachen kaputt machen? Nö. Warte mal. Na, schade. Helfen ich dir nicht werde. Ach nee, das hat schnellreise Ding, okay. Oh Gott. Da ist gerade einer gestorben.
nichts getan. Ich habe so, nehmen wir an, das war's dann für heute, ne? Gut, dann weiß nicht, was wir beim nächsten Mal machen soll. Wir Tatooine. Lass uns noch mal auf Geonosis umschauen. Ich habe irgendwie Schwierigkeiten habe, irgendwie mich umzuschauen. Irgendwie gibt es ja noch so viele Sachen zu erledigen. Sorge für Charakter. Hallo? Wo denn da? Egal, es gibt noch ja genug zu erledigen, habe ich so gefühlt. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir weiter, ne? Ihr habt das Kristallding auch gesehen? Ich frage mich immer noch, wie man da rankommt. Wobei, ich bin schon so lange in dieser Wüste, dass es auch eine Fata Morgana gewesen sein könnte. Wenn ihr ein Trugbild wärt, würdet ihr es sagen, oder? Nein. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge, meine Ahnung, werde ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen weiter rumrennen, ne? Auf Tatooine. Und hoffentlich weiß nicht, so meist hier finden, ne? Sind immer noch voll wenig. Wir haben jetzt die Hälfte der Steine hier gefunden. Aber gut. Wir werden uns noch weiter hier umsehen auf Tatooine, ne? Ich werde euch dann wahrscheinlich sehen, wenn ich irgendwie vor einem neuen Stein oder so stehe, ne? Damit wir direkt schon einen einsammeln können am Anfang des Parts, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch wieder in der nächsten Folge. Ciao.